Naturbahnen für Viererbob statt. Der Obmann des Bobclubs Oberland zählte die teilnehmenden Nationen auf. Da sind beteiligt die Nationen aus Holland, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien und Österreich. Das ist das erste Europacup-Rennen von drei Europacup-Rennen, die heuer im Winter durchgeführt werden. Das nächste wird in Frankreich durchgeführt, in Italien und in der Schweiz. Und in Italien ist dann zum Schluss die Europameisterschaft. Letzte Vorbereitungen wurden noch getroffen, die Schlitten und die Mannschaften gewogen. Dann stand einer atemberaubenden Fahrt auf der über 2 Kilometer langen und recht eisigen Bahn nichts mehr im Weg. Es ist nicht so gut gegangen. Wir haben in Raschkofen schon kleine Probleme gehabt. Und in der Kehre noch weitere Probleme. Und im Ziel noch war es wieder besser gegangen. Aber dann waren wir schon 2 hinten. Also 2,5, 3 Sekunden hinten ist fast zu viel. Ja, Chancen kann man nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein Platz unter den 5 ist möglich. Jetzt haben wir morgen eben 2er Rennen. Und da sind wir sicher stärker als im 4er. Also da werden wir schon Gas geben. Den Europacup-Lauf in Holzleiten gewann Italien 1 vor Italien 3 und Dritter wurde Österreich 1 mit Steuermann Pilser Helmut, Schöpf Markus, Jordan Emanuel und Turner Klaus. Der Obmann erklärte noch, wo und wann die ausgefallene österreichische Meisterschaft nachgeholt wird. Nächste Woche findet in Aldrans, Rhin Aldrans, der Europacup für Deutschland statt. Den führt der hiesige Club durch, weil sie draußen vor die Schneebedingungen, das ist es nicht gegangen. Und wir werden es am meisten hinten dranhängen nach der Europameisterschaft, außer es fällt in der Schweiz oder in Frankreich das Rennen aus. Wobei in Frankreich das Rennen relativ gesichert ist, nur in der Schweiz ist absolut noch kein Schnee. Der internationale Strongman Cup machte vergangene Woche im Telfer Rathaussaal Station. Zahlreiche Schaulustige hatten sich eingefunden, um die Muskelpakete und ihre unglaublichen Leistungen zu bestätigen.